Skylines statt. Axelhausen 2.0. Letzte Folge haben wir hier einen Hafen gebaut und einen einen Frachthafen auch. Es ist allerdings noch kein Schiff angekommen, darauf warte ich noch. Wir haben es aber auch erst letzte Folge ganz am Ende gebaut, deswegen, ja. Ich fände es cool, wenn endlich mal ein Schiff kommen würde. Weil von hier oben kann ja keins kommen, da ist ja der Damm. Lol, das Abwasser kann kaum durch. Egal. Ja, unserer Stadt geht's gut. Wir haben 40.000 Einwohner, sind 20.000 die Woche im Plus. Haben wir doch hier noch einen zweiten Damm. Der ist direkt mal überflutet. Fast. Das heißt, das sollte doch jetzt eigentlich mega viel produzieren. Nee, tut's nicht. Außer Betrieb, warum das denn? Aber unseren Brücken geht es aktuell noch gut. Ja, das ist ja das Problem, dass es außer Betrieb ist. Sollte das hier ein Betrieb sein? Jawohl! Jetzt haben wir viel mehr Strom. Yo. Und das ist eine gute weitere Möglichkeit, über die Stadt zu kommen. Jo, was ist denn hier los? Okay, ich muss noch mal ein paar Ampeln ausschalten. Jo, jetzt
ist der Verkehr ja noch mal besser geworden. Einiges. Wichtig. Unrichtig. Nicht genügend Verkaufswagen. Ja. So, die wollen neue Bürogebiete. Kriegen sie die auch? So, kommen hier Bürogebiete hin. Weil die wollen unbedingt Bürogebiete haben. Boah, guck mal, wie die da schon aus. Digga, wie schnell bauen die denn? So, die beschweren sich wegen Waren. Dann bauen wir einfach nochmal einen neuen Güterbahnhof. So, auf der anderen Seite. Sind jetzt alle gut angeschlossen, haben alle Strom, haben alle Wasser. Krass. Ich glaube, jetzt sollten die sich nicht mehr beschweren, dass sie nichts mehr bekommen. Die fordern weiter mehr Gebiet für Büros. Dann bauen wir das hier mal kurz. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. RC@Bürgermeister. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass unsere Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Hashtag glücklicher Bürgermeister. Hashtag glückliche Leute bei uns in der Stadt. Ich tue das doch alles für die Gesellschaft. So, was ich jetzt mal wissen will, kommen hier auch ab und zu mal so Schiffe vorbei. Ja, warum haben die keinen Strom? Nervt mich. Dann klatsche ich euch jetzt halt so ein Windrad dahin. Jetzt seid ihr plötzlich zufrieden. Also unsere Stadt sieht von oben schon geil aus. Ja, finde ich auf jeden Fall. So, das war's dann auch wieder vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt Codals ab. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.